Komm. Oh Lord! Alter, da muss ich ja komplett los. Leute und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, ihr fragt euch, bin ich extra nach Istanbul geflogen, um eine Streetfood-Tour zu machen? Ja, ich sehe. Gestern einfach Idee gekommen, lass nach Istanbul fliegen, bis hier Esemese-Pese. Ali hat Abitur bestanden. Ali, ich kenne Mama natürlich. Guten Tag, Leute. Wir sind nach Istanbul geflogen, Freunde, um hier vieles auszutesten. Nicht nur Döner, wir wollen eigentlich alles essen, Leute. Dafür habe ich meinen Bruder Ali mitgenommen. Und wir starten, Freunde, mit was ganz Geilem. Es ist früh gerade, das heißt, wir starten mit einem kleinen Frühstück. Ich habe hier gesehen, es gibt Menemen. Menemen für die Türken, Menemen für die Deutschen. Ja, wir starten mit dem ersten Laden. Wir sind direkt hier in Beşiktaş, also mitten in Istanbul drinnen. Ich würde sagen, hier ist der Laden. Wir gehen einfach rein, testen ein bisschen. Und heute wird echt viel noch passieren, Freunde. Deswegen würde ich sagen, let's go. Freunde, man muss auf jeden Fall wissen, 1 zu 10 umrechnen. Das heißt, diese Menemen, die wir jetzt bekommen, wird einfach nur 2,50 Euro kosten. Hier steht auf jeden Fall Sucuk, Pastrami, Chicken soll hier drinnen sein. Tomate, Ei, Zwiebeln. Ich werde sehen, was auf jeden Fall noch alles drin ist. Starten mit dem ersten Ding, Leute. Let's go. Okay, Freunde, Essen ist da. Wie gesagt, wir haben hier ganz normal so einen kleinen Ei-Eintopf. Hier ist alles drin, Chicken, Tomate, Pastrami, alles drin, Freunde. Und man hat extra Brot, so viel wie man will. Oh, guck mal, direkt Sucuk drin. Oh, ich glaub, schon scharf. Hier ist scharf. Voll witzig, Digga. Er brennt. Aber als türkisches Frühstück, leicht, Freunde. Ei ist nicht zu lange gebraten, ist noch schön, wie sagt man das? Medium. Ne, was soll ich euch groß sagen, schmeckt geil. Tomate-Ei-Kombination ist eins meiner Lieblingssachen, die geile Konsistenz. Sucuk schmeckt natürlich immer geil, wir haben auch ein bisschen Chicken drin. Mhm. Ganz zartes Chicken. Willst du mal testen, Bruder? Auf Türken war es, ich esse. Sehr würzig, ne? Das sind aber die verschiedenen geben. Pastrami. Perfekt zum Starten für 2,50, richtig geile Speise, Freunde. Ich würde sagen, gut, Daumen hoch. Okay, Freunde, nächster Spot, was ich auch immer schön finde. Moscheen überall, also wirklich toll. Wir haben auch von unserem Hotel richtig schöne Aussicht auf eine. Welche ist es? Es ist auf jeden Fall eine schöne Moschee, Freunde. Weil ich habe gesehen, es gibt hier Wet Burger. Das heißt, Burger, Leute, der in Tomatensauce getränkt ist. Hat man schon vielleicht ein, zwei Mal gesehen, Freunde. Aber ich will es auf jeden Fall testen. Und hier war gerade auch ein Obdachloser, dem geben wir auch noch was Kleines zu essen. So, Freunde, sieht das aus normalerweise? Normalerweise würde ich sagen, nasser Burger, Digga, will ich eigentlich nicht. Aber wir holen erstmal einen und dann gucken wir, wie er schmeckt. Okay, Freunde, wir haben unseren Hamburger. Aber Leute, denkt immer an eure Mitmenschen, ne? Auch hier heißt es. Wir testen mal den Burger, guckt euch hier mal an. So sieht er auf jeden Fall aus. Das ist ein Tomatensauce getränkt. Ist auf jeden Fall ein kleiner Köpfchen drin. Tomatensauce riecht schon mal geil. Ja. Man denkt so, nasser Burger, voll eklig, aber das ist so ein krasses Brioche-Brötchen. Tomatensauce ist voll so, ist süß, schon fast so ein bisschen Barbecue-ähnlich. Und die Köfte ist geil, weil es komplett wie gedämpft ist. Das ist so ganz weich. Alles ist weich. Mir fehlt noch ein bisschen so Käse. Für zwischendurch geiles Ding, 70 Cent, Freunde. Wir gucken weiter. Ich werde den rasieren. Türkische Eiscreme, ihr kennt diese ganzen Dinger mit zack, 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 verarsche dies, das. Ich werde den rasieren. Oder ich lüpfe den, ich kenne die Tricks. Ja, mal. Ey Bruder, der ist echt gut, Alter. Schön! Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Jaffa! Ich fange wieder an. Chocolate, Vanilla, Mix. Karamell. Okay. Yes, please! Yes, please! Oh Lord! Nein! Nein, hat er nicht gemacht. Oh, hat meine Erde genommen. Er hat diesen Trick gemacht. Vanilla! Ich hab nicht mehr Mann. Ey, Bruder, ich schwöre. Ich hab gerade echt gedacht, er hat ihn genommen. Ich sterbe.
Er hat meine Ehre genommen. Ich kenne ja dieses Eis. Das ist so ein bisschen wie Kaugummi, ne? So ein geiles Eis. Man denkt immer Italien Gelato, dies und das. Aber Bruder, ich schwöre, dieses Eis ist krass. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber es ist geil. Kumpi habe ich in Deutschland schon mal öfters gegessen. War nicht so ganz mein Fall. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Aber wir werden es in der Türkei probieren, Freunde. Patatas. Hier sind so viele Zutaten, Bruder. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Aber ich würde sagen, wir starten rein. Alter, da muss ich ja komplett los. Einfach für 3 Euro. Wer soll das essen? Ich kann es euch gar nicht genau sagen, aber hier haben Butter, Rotkraut dabei, Tomate, Käse mit Potato zusammengemischt. Dann haben wir hier so ein bisschen wie Chili con Carne mäßig, Salsa-Soße, Ketchup. Ich weiß nicht, was das alles ist, aber es ist sehr viel. Maschallah. Boah, Digga, sowas mag ich ja, wenn du so buddelst in so einem Essen und immer mehr. Ich weiß nicht, welche Großfamilie davon satt werden soll für 3 Euro. Endstufe. Hier sind alle Salate drauf, die du haben kannst. Man sieht's ja, oder? Es ist 10 von 10. Das ist gut, das ist auch. Perfekt, perfekt, perfekt. Geil. Hast du ein bisschen Durst? Trink ruhig. So Leute, weiter geht's. Wir sind hier an der Küste. Fischbrötchen. Auf jeden Fall riecht sie schon krass nach Fisch. Könnte daran liegen, Fisch, dass diese Dame hier dabei ist. Ist Alis Freundin auf jeden Fall. Willst du dich kurz vorstellen? Hi. Guten Morgen, Amerika. 2 Euro kostet so ein Stück. Und dieses Getränk kommt auf jeden Fall mit dem Fisch. Eigentlich Fisch bin ich gar nicht drin, ne? Zwiebel, Salat, Fisch. Okay, Röstaromen sind auf jeden Fall am Start. Schmeckt 1 zu 1, wie man sich vorstellt. Da war aber gerade eine Krete. Guck mal hier diesen. Ja, wusste man. Ja, okay. Ist ein bisschen, ich sag mal so, ist ein bisschen primitiver. Aber wenn man Bock hat auf so ein normales. Ich meine es ja zu dir, das ist halt schnell. Das ist so. Ja, ja. Ja, ja, Bruder, da muss ich sagen. Aber da muss ich sagen, das ist nicht meins. Ja? Freunde, wir sind auf jeden Fall mit Kollegen am Start, der immer rumschreit. Bruder, schrei mal ein bisschen. Wofür kennt man dich, Olo? Bruder, schrei mal am Standard. Bruder, ich glaube, der ist nur dafür bekannt, dass er rumschreit. Es gibt hier Dürüm, aber das ist mit Couscous-Reis und Tomatenmark zusammen gemacht. Und schau mal, Digga, da kommt immer sowas wie so ein Sirup noch drüber. Sehr, 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 sehr. Abi, bak, Bruder, oğlum, baksana buraya ya. Nereye bakıyorsun, oğlum? Bak şunu bak. O işte atar mısın? Benden aşağıda ne? Bana yapalım. Evet. Allah gel. Bir tane. Şap, nik şap, bizi şap. Şap, nik şap, bizi şap. Bizsin şap. Bizsin şap, ya. Granata affın ya. Ya granata. Ya granata affın ya. Ya, ya. Ya, ya. Citrono. Citrono. Salat. Salat. Aha, al şunu, aha. Al şunu, aha. Ne bitti lan burada? Çabuk. Yap noch nicht bitte. Oğlum, tut ya auf lan. Tut ya auf. Bruder, zerstört mich doch nicht. İyi. Lan danke schön, Mann. Ja, Mann. Wallahi danke schön. Ich wurde ein bisschen vollgeschmiert, aber ich sag euch, der ist dafür bekannt, Leute, dass der so rumschreit. Couscous, Granatapfelsirup, Salat. Für 70 Cent kann man hier auf jeden Fall diesen Dürüm essen. Wir probieren den Hasen einfach mal. Ich glaube, es ist nichts Besonderes. Also ich weiß nicht, nie gegessen hier. Oha. Es hat eine richtig krasse Würze. Diese Masse hier ist Gewürze pur. Schärfe ist drin, aber richtig gut, Digga. Dieser Granatapfelsirup ist richtig süß. Ja. Und diese scharf und süß zusammen. Kombiniert. Ja. Freunde, einer der echten Ikone aus Istanbul, der ist sehr bekannt. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Das schmeckt so wie Pepperoni-Chips. Im Nachgeschmack, Digga. Im Nachgeschmack. Ist das Pepperoni oder was ist das? Ich kenne diesen Geschmack. Grillschutter. Aber in der Türkei muss auf jeden Fall ein Döner am Start sein. Aber Leute, hier gibt es keinen gewöhnlichen Döner, sondern bei Seeshade Chuck Kebab gibt es einen Döner, der sich nicht so rumdreht, sondern horizontal, Freunde. Und den gucken wir uns vertikal, mal an. Bruder. Horizont ist so, Digga. Horizont ist hoch. Horizont ist so, Digga. Mann, 1-0. Komm mal 1-0. Freunde, so sieht der Spieß aus. Check den mal ab, Freunde. Und zwar, Freunde, wird hier mit Holzkohle gearbeitet und das, der ganze Spieß ist horizontal, Freunde.
dann sticht man das hier rein und dann wird das abgeschnitten. Also sieht echt geil aus. Hier wird es zu Ende gegart, Freunde. Schön unter Holzkohle. Freunde, das kommt nämlich hier, wie ich es euch gerade eben gezeigt habe, am Spieß und dann bekommt man nur einen Fladen und Zwiebeln und Tomate. Oh, krass. Das schmeckt cool nach Holzkohlegeräusche. Dieses Aroma ist so krass an diesem Fleisch dran, aber so geil, Digga. Aber das Fleisch andere Liga, Digga. Da sind immer so kleine Fettstückchen zwischendrin, die das Fleisch die ganze Zeit so saftig halten. Und dadurch, dass es sich nach hinten dreht, wird die ganze Zeit dieser Saft, der runterläuft, über das Fleisch wieder gezogen. Daher, Fleischgeschmack richtig geil. Mmh. Ist gut, wie du schon sagst. Holzkohle, ne? Man schmeckt ja, den. Denk mal, das ist vom Grill. Das hat halt mit Döner einfach so nichts zu tun. Ja, ja. Das ist wirklich einfach gegrilltes Fleisch. Ja. Das waren jetzt zwei Dürüm gewesen für 3,40 Euro. Sehr gut. Ich tue mir jetzt nochmal einen frisch gepressten Pomegranate-Saft. Also Leute, das ist das Ding. Das schmeckt ein bisschen nach Alkohol. Nein, das ist Granatapfel. Frisch gepresst, nur Granatapfel. Schmeckt überkrass. Ich frage mich die ganze Zeit schon, was das hier für komische Beeren sind. Bakshi anscheinend. Ich würde sagen, so eine würde ich gerne mal probieren. Ich probiere mal den ganzen Spaß hier. Mmh. Oh, das schmeckt krass. What's the name of this? Dut? Okay. Tu. Tu? Tu heißt es auf jeden Fall. Schmeckt so ein bisschen nach Brombeere, aber irgendwie auch extrem süß. Ich habe so einen Geschmack von ein bisschen von Litschi. Und ich habe ein paar Videos gesehen, wo einer der größten Döner in ganz Istanbul verkauft werden soll. Und an diesem Spot sind wir jetzt, Freunde. Gönnt euch mal diesen riesen Döner-Kebab. Okay, Freunde, so sieht auf jeden Fall der Döner aus. Hier ist keine Soße drauf, einfach nur Peperoni, Tomate und ein bisschen Fleisch. Ich bin echt gespannt, das Brot ist schon sehr, sehr krass. Ziemlich simpel auf jeden Fall gehalten. Essiggurke ist hier auch drauf. Was mir auf jeden Fall direkt auffällt, ist, dass das Brot so weich ist. Ganz weiches Brot, Freunde. Diese Peperoni hier oben hat einen absolut geilen Geschmack. Das macht einfach so einen türkischen Flavor. Das Fleisch ist richtig toll gewürzt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, hier ist nichts drauf, was irgendwie so ein bisschen Feuchtigkeit oder Frische bringt. Aber es ist überhaupt nicht schwer. Dieser Döner schmeckt extrem leicht. Das Brot ist einfach extrem heftig. Okay, Leute, direkt nebendran befindet sich ein anderer Döner. Der ist auch ziemlich krass, Freunde, weil der wird mit Holzkohle beheizt, Freunde. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist komplett gestört. Alles hier direkt in einer Gasse. Ist natürlich wieder ein Dürüm, da gibt es auch Pide, Egg Mac und so weiter. Und schaut mal hier, Freunde, was wir noch bekommen haben. Test den ganzen Spaß. Das Fleisch, absolut geiler Geschmack, wartet mal. Die Pommes da drin, die gibt nochmal so einen extra Crunch. Und dadurch, dass dieses von außen so weich ist, einfach ein komplett gelungenes Ding. Boah. Der ist ehrlich 10 von 10. Hier, Freunde, ich habe hier nochmal einen Schuhsäuberer gefunden. Die machen das für 2 Lira, das heißt für 20 Cent. Genau die. Freunde, er macht schon seit 15 Minuten meine Schuhe sauber. Der will 20 Cent dafür haben. Der hat sich so viel Mühe gegeben und ich habe gerade noch diesen angebissenen Dürüm gehabt, der da drüben war. Aber selbst den hat er einfach dankend angenommen. Ich gebe ihm einen 50er. Das sind... Ist gut? Nein, ist okay. Ist sehr gut. Ist sehr gut.
übelst gute Mann. Er hier war einfach ein ganz armer Mann, der für 30 Minuten jetzt 20 Cent genommen hat. Mein Herz tut da immer ein bisschen weh, wenn man sowas sehen muss. Also im Ausland ist die Armut noch mal viel schlimmer, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Freunde, wir haben hier noch mal eine Süße. Die gibt es nämlich Gößlimme. Gebäck, wo auch wieder viele Sachen reinkommen. Ich habe jetzt einen Mix bestellt. Weiter geht's mit Gößlimme, Freunde. Das sind so eine Art gefüllte Teigtasche ist es. Sehr heiß und sehr frisch zubereitet. Klebt sehr stark zusammen. Guckt euch das mal an. Mit Kartoffel, Käse, Spinat, Tomate, alles drin. Oh, halt. Boah, ist das geil. Das ist wieder so ein ganz dünner, fast so eine Art Blätterteig. Denn in der Mitte dieser Käse, geschmolzener Käse. Sehr, sehr krass, Freunde. Weiter geht's auch hier in der Nähe direkt mit Mideci Ahmed, Leute. Das ist auch einer, der auf jeden Fall sehr bekannt sein soll. Hier gibt's auf jeden Fall Muscheln. Auf jeden Fall, Leute, ist das Reis in einer Muschel drinne. Er hat jetzt Zitrone noch drüber getan. Schmeckt eigentlich nur nach Reis. Ein bisschen fischiger Geschmack durch die Muschel. Eigentlich ist gefühlt nur nach Reis. Das ist eine Sache, die es hier gibt, aber hier gibt's auch Kokoretsch. Und zwar, Freunde, ist das so ein Rinderdarm, den man so oft umeinander gewickelt hat. Dann wird das Ganze hier zerhackt mit den ganzen Gewürzen. Und dann nimmt man ein Brot, Freunde. Und dann packt man diese Tomaten-Rinder-Garnmischung. Okay, Freunde, probieren wir mal das Kokoretsch. Die Jungs sind hinter der Kamera, Freunde. Wie gesagt, die verstehen mich eh nicht, deswegen kann ich auch fair bewerten. Riecht auf jeden Fall sehr würzig, sehr krass. Brot ist auch sehr weich. Was man direkt rausschmeckt, sind diese Gewürze. Ziemlich zäh im Biss. Ein bisschen trocken ist auch. Ich muss sagen, wenn man im Kopf hat, dass es ein Rinderdarm ist, dann schmeckt es auch ein bisschen danach. Ich muss sagen, mein Fall ist es leider nicht, weil es mich doch zu sehr an diesen Darmgeschmack erinnert. Und ich habe in Deutschland Künefe gegessen bei Emiret und es war echt krass. Jetzt bin ich aber in der Türkei und will herausfinden, ob es wirklich auch in der Türkei so geil ist. Hier gibt Künefe mit Käse, Walnuss, Pistazie und allem drum und dran. Ich habe jetzt einfach mal 6-in-1 genommen, weil da glaube ich alles dabei ist. Okay, Freunde, hier ist das Ding. Künefe, Freunde, schön aus Istanbul. Boah, Freunde, es riecht schon so krass nach diesem karamellisierten Zucker. Ich sag euch ehrlich, diese Nachspeise ist eine meiner Lieblingsnachspeisen, die es überhaupt gibt. Hier ist auch so eine ganz leichte Zitronenabrieb oder irgendwas mit drin. Ich spüre so ein bisschen Fruchtigkeit auf jeden Fall in diesem Sirup. Dieses Ding ist echt 10 von 10. Könnt ihr auch abchecken, wenn ihr hier in Istanbul seid. Ist echt richtig krammer. So, Freunde, letzter Spot. Wir sind nochmal an einem ganz berühmten Baklava-Spot. Karaköy Gölle Jöklü. Wenn ich aus Versehen ein bisschen müde aussehe von, dann liegt es vielleicht daran, dass ich müde bin. Weil hier soll ein ganz besonderer Spot sein. Diese Gegend ist auf jeden Fall direkt am Wasser und ist sehr berühmt dafür. Einfach nochmal Baklava mit ein bisschen Eis. Würde ich sagen, testen wir nochmal das Baklava. Guckt euch das hier nochmal an. Also ein ganz famous place hier. Ich habe schon mit so einem Einheimischen mich heute ein bisschen unterhalten. Der meinte, dass es ein ganz besonderer Platz ist hier. Boah, diese Pistazien. Mmh. Oh, Bruder. Okay, Freunde, dieser Platz ist echt richtig verrückt. Diese Pistazien sind so weich, du kannst einfach die so einfach zerkauen. Die sind irgendwie in Zucker eingelegt, die sind komplett ummantelt mit diesem Vanilleeis. 10 von 10, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein restliches Geld muss ich auf jeden Fall auch noch loswerden, deswegen habe ich hier jemanden nochmal getroffen. Nimm dir, was du willst. Take. Nochmal einen obdachlosen Jungen hier, der Hunger hat auf jeden Fall. Alles gut.
Thank you. Kein Problem. Ja, am Ende des Tages, eigentlich bin ich hier mit einem Kollegen hergeflogen. Jetzt am Ende habe ich die Tour alleine gedreht. Bisschen komisch, aber egal. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dieses Video war auf jeden Fall mal ein ganz besonderes. Ich bin genau wegen einem Video nach Istanbul geflogen, Leute. Ich habe mir auf jeden Fall auch mehr versprochen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde, und kommentiert. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ja, das war's mit dem Video. Und